Ladies and gentlemen, AgriFuture Concept Winner 2022. Technische Universität Braunschweig. Johann Heinrich von Thünen Institut. Julius Kühn Institut. For their concept spot farming for a holistic and sustainable crop protection system. Congratulations to the three research institutes. New ideas for the world of tomorrow. Bei unserem nächsten Preisträger geht es wieder um ein richtungsweisendes Anbaukonzept, also einen ganzheitlichen Ansatz. Zusammen mit dem von Thünen-Institut und dem JKI erhält die TU Braunschweig einen Preis für das Spot Farming. Als Vertreter begrüße ich heute Dr. Jan Schattenberg, den Leiter der Arbeitsgruppe Automatisierungs- und Robotersysteme an der TU Braunschweig und Professor Jens-Karl Wegner, Leiter des Instituts für Anwendungstechnik im Pflanzenbau am Julius-Kühn-Institut, beides Braunschweig. Herzlich willkommen hier aus Frankfurt. Schön, dass Sie da sind. Und wir wollen uns mal Ihrem Konzept nähern. Ich beginne mit Herrn Professor Wegner. Können Sie uns bitte in kurzen Sätzen zusammenfassen, um was es beim Spot Farming genau geht? Ja, hallo Herr Höhner. Erstmal vielen Dank für die Auszeichnung, die ich gerne an alle Kolleginnen und Kollegen weiterreichen möchte, die aus den drei beteiligten Institutionen, die daran vertreten waren, denn das handelt sich doch um ein größeres Netzwerk. Zu Ihrer Frage, wenn man sich mal das aktuelle Geschehen auf dem Acker anschaut, dann stellt man, glaube ich, relativ schnell fest, dass das von der Verfahrenstechnik geprägt wird und dass es dort aus pflanzenbaulichen Gesichtspunkten an vielen Stellen noch Optimierungspotenziale gibt. Und zudem ist der aktuelle Pflanzenbau auch geprägt von vielen Zielkonflikten, also schwere Maschinen versus Bodenschutz, Düngung und Pflanzenschutz versus Artenvielfalt, Wirtschaftlichkeit versus gesunde Fruchtfolgen, um nur einige Beispiele zu nennen. Unser systemischer Ansatz Spot Farming rückt dagegen die optimal versorgte und gesunde Einzelpflanze in den Mittelpunkt und treibt somit quasi den Ansatz der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung auf ihre Spitze und sorgt dann mit Elementen wie beispielsweise Gleichstandssaat, Einzelpflanzenbehandlung, Strukturvielfalt und optimaler Zuordnung von Fruchtfolgen zu Standorteigenschaften für mehr Ertrag. Und dieser Mehr an Ertrag erlaubt es uns dann, Teile der Fläche für Biodiversitätsmaßnahmen umzunutzen. Also letztendlich, um da nochmal drauf einzugehen, jede Pflanze kriegt ihre Adresse und Sie gucken die Einzelpflanzen an. Kann man das so auf die Spitze treiben letztendlich? So kann man das auf die Spitze treiben, aber das ist nur Teil des Konzeptes. Das Ganze bewegt sich im Landschaftskontext. Also wir gucken halt auch, wie sieht die umgebende Landschaft aus, die ja nicht nur geprägt ist von den Kulturpflanzen, die wir anbauen, sondern auch von Landschaftselementen wie Gräben, Hecken, Blühstreifen etc., die ja alle auch Funktionen inne haben. Also ein Graben trägt dazu bei für eine effiziente Entwässerung der Fläche. Eine Hecke schützt vor Winderosion. Und somit muss man, glaube ich, wenn man über nachhaltige Landwirtschaft spricht, auch diese Elemente mit berücksichtigen und mit einkalkulieren. Spannend. Also es ist eine Kombination aus der Umgebung, aus der Biodiversität und aber auch aus effizienter Ertragsfokus. Herr Dr. Schattenberg, welche technischen Ansätze spielen bei dieser Entwicklung eine Rolle und welche Technologien wollen Sie einsetzen? Ja, vielen Dank für die Frage. Auch ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für diesen Preis und wie Herr Wegner das schon gemacht hat, das natürlich weitergeben. Auch allein bei uns im Institut ist es ein großes Team und über viele Generationen, woran drüber nachdenken. Zu Ihrer Frage, im Grunde kann man sagen, alle Technologien. Also nicht nur das Neue, sondern natürlich auch alles, was bisher geschah, spielt damit rein, weil, wie ich schon gerade gesagt habe, es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Wir betrachten das gesamte System. Ich sage manchmal vielleicht auch nicht den evolutionären nächsten Schritt, sondern vielleicht ist es auch ein bisschen revolutionär, weil es gibt ja nun mal auch Veränderungen, die geschehen, wo wir irgendwie doch stärker drauf reagieren müssen, Beispiel Pflanzenschutz und so weiter. Bei den Technologien muss man schon sagen, dass natürlich gerade die neuen Technologien, sagen wir mal das, was man vielleicht auch so unter Industrie 4.0 versteht, also gerade Kommunikation,
also dem Datenaustausch, den wir dazu haben, die Möglichkeit, ganz viele Sensorknoten zu installieren, unheimlich viel zu erfassen, also Big Data, IoT und so weiter, schon eine wesentliche Rolle spielen. Aber sie brauchen auch das, was wir davor hatten, also die Prozesstechnik, die Antriebstechnik, also wie vorhin gehört, mit dem Wasserstoffkonzept, an dem wir auch als Institut mit beteiligt sind und so weiter. All das müssen wir zusammennehmen und dann einfach schauen, wie können wir jetzt unter den neuen Bedingungen, die wir vielleicht heute vorfinden, also Stichwort irgendwie möglichst wenig künstlichen Dünger und keine chemischen Pflanzenschutzmittel, irgendwie ein System erdenken, wie Herr Wegener das gerade gesagt haben, was damit optimal einhergeht, auch unter Einbeziehung der Bevölkerung, der Energieversorgung, also auch das schauen wir uns damit an. Das spielt alles damit zusammen und dann zu sagen, wie kann das aussehen? So als ganz kleines Beispiel muss man vielleicht auch einfach mal zurückdenken und überlegen, was haben wir vor 50 Jahren entwickelt in der Landtechnik und wie würden wir das weiterentwickeln, wenn wir die Technologien, wie gerade gesagt, von heute hätten. Also zum Beispiel Wasserstoffkommunikation, Rechner, KI und so weiter. Dann würden wir uns ja vielleicht anders entscheiden und das würde auch wieder einen Einfluss auf die Entwicklung in der Fläche haben vielleicht. Dann wären unsere Felder vielleicht nicht groß, sondern klein zum Beispiel. Also da lohnt es sich auch einfach mal in alten Büchern zu stöbern und gucken, welche Ideen vielleicht auch nicht umgesetzt werden konnten, weil noch irgendwas fehlte, die aber heute gut sind. Also man hackt ja heute zum Beispiel auch wieder mehr, weil es einfach geht. Ja, das ist ja besonders spannend hier für den Ort, wo ich gerade bin, wo Max Eid letztendlich ja gehuldigt wird. Und wenn man sich wirklich mal tiefer damit beschäftigt, ich bin von Hause aus Landtechniker, es gibt viele Konzepte, die irgendwo schon mal wieder diskutiert worden sind. Also es ist ja nicht wirklich alles neu. Und letztendlich geht es ja darum, die Expertise des Landwirts wieder so zu bündeln, dass er sich dann um die Pflanze explizit kümmert. Also Sie haben ja letztendlich einen Riesenbogen geschlagen über die Bevölkerung, Energieversorgung, also quasi alles. Aber wann rechnen Sie damit, dass Dinge aus diesen Ideen in die Praxis Eingang finden? Ja, wie Sie gerade sagten, also es ist ein Riesenbogen. Insofern, man würde gerne an allen Stellschrauben gleichzeitig drehen. Und wir hatten mal im Gespräch gesagt, vielleicht wäre es einfacher, das auf dem Mars umzusetzen, wenn wir den besiedeln, weil wir dann nicht so viele Restriktionen haben, damit zu arbeiten, was es schon gibt. Aber im Ernst, wir müssen natürlich gucken, was sind die ersten Schritte. Man tastet sich so ran, so, also die Low-Hanging Fruits sozusagen zu schauen, was kann man umsetzen. Also Themen, wie wir zum Teil ja heute auch schon in ähnlicher Form gehört haben, Gleichstandssaat mit Robotik umsetzen, gucken, was bringt das wirklich, wie kann ich die Flächen nutzen. So ein Spot aus dem Spot-Farming-Ansatz, der muss man ja auch nicht denken, der ist nur 10 Quadratmeter, 100 Quadratmeter und da ist ein winzig kleiner Roboter. Also es geht ja gar nicht um die Größe, es können auch die großen Maschinen sein, es geht ja einfach darum, angepasst an den Standort. Und in manchen Flächen können das auch große Maschinen sein, die damit arbeiten und einfach schauen, was passt auf den Standort. Also nicht irgendwie zu versuchen, wie vorhin gesagt, die einzelne Pflanze durch Zugabe von Wasser, Dünger und so weiter so zu pampern, sage ich mal, dass sie an dem Standort gut wächst, sondern zu schauen, welche Standortpflanze oder auch welche Dichte im Bestand und so ist für den Standort sinnvoll. Also um möglichst nachhaltig zu Wirtschaft. Das ist so ein bisschen das Gesamtkonzept. Wie gesagt, bezieht Energie und so weiter ein. Und wir fangen natürlich an, ja, mit Robotik, was man heute hat, kleine Tastversuche machen, ranschauen. Gleichstandssaat hat gerade schon gesagt, die Informationen möglichst gut zu erfassen, die Daten sinnvoll zu erfassen und zu verarbeiten, was wir so aus dem Zukunftslabor hier in Niedersachsen machen mit den Partnern zusammen. Also welche Daten braucht man? Das muss ja mal Nutzen haben. Also auch wenn wir froh sind, dass wir das wissenschaftlich betreiben können und auch vielleicht mal ein bisschen nach übermorgen schauen können, also muss man natürlich auch mal noch gucken, was ist sinnvoll. Sonst ist es nur eine Spinnerei und es soll ja ein tragfähiges Konzept sein, was alles einbezieht. Viele gute Ideen haben ja mit Spinnereien mal begonnen und Sie sagten gerade, die Low-Hanging-Fruits ernten. Wir haben ja eben schon eine Lösung gesehen, dass es auch die Higher-Hanging-Fruits sein können, wenn Sie entsprechende Kabeldrohnen einsetzen. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Es bleibt spannend und Herr Wegener, wir sind ja ohnehin im Kontakt. Auch vielleicht können wir uns da auch nochmal ein paar Elemente gesondert angucken. Das war der 5. Preisträger. Herzlichen Glückwunsch nochmal nach Braunschweig.